Hallo meine Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zum heutigen Unboxing-Video am 1. November. Müsst ihr heute arbeiten in eurem Bundesland oder habt ihr das Glück frei zu haben, so wie hier bei uns? Haut's mal unten in die Kommentare. Ihr habt sicherlich schon gesehen, es geht um das Wehrlos Mediabook im Original Defenseless. Aus dem Jahr 1991 ist der Film, hat Pi mal Daumen 6,5 Millionen Dollar damals eingespielt. Es handelt sich um einen Thriller, den ich wahrscheinlich noch nicht gesehen habe. Was ich jetzt sage, steht da hinten auf dem Klappentext drauf. Wir haben eine Anwältin, sie hat eine Beziehung, eine Affäre mit einem Herrn, der verheiratet ist und war auch mal einer ihrer Klienten, beziehungsweise ist ihr Klient. Irgendwann erfährt man dann wahrscheinlich den großen Zufall, dass die Ehefrau des Klienten eine alte Schulfreundin der Anwältin ist. Sie beendet das Ganze sofort. Am nächsten Tag wird der Ehemann tot aufgefunden, die Ehefrau wird unter Mordverdacht verhaftet und die Anwältin muss die Ehefrau vertreten oder vertritt sie freiwillig, das weiß ich nicht. Ich vermute mal, dass es den ein oder anderen Storytwist geben wird. Das Mediabook kommt wieder einmal von DigiDreams Studio und ist auf 500 Stück angeblich limitiert. Und das schauen wir uns jetzt aus der Nahansicht mal etwas genauer an. So, da sind wir natürlich auch schon mit dem verschweißten Mediabook. Vorbildlich auch hier aufgeklebter FSK-Flatschen außen auf der Folie. Dafür haben wir hier hinten ganz klein den FSK-Flatschen aufgedruckt. Kann man mit leben, finde ich allerdings immer noch vertretbarer, als hier vorne irgendwie fett was drauf zu drucken. Packen wir das Ganze mal aus und schauen uns mal hinten die Credits an, denn die sind aufgedruckt, wie man sieht. Standardkritik hier ist natürlich, dass man immer auch einen Beipackzettel drauflegen kann. Hier nochmal der von mir beschriebene Inhaltstext. Wir haben hier eine Blu-ray-Disc und eine DVD. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das eine Blu-ray-Erstveröffentlichung ist in Deutschland. In letzter Zeit kommt da ja viel von verschiedenen Labels raus, deswegen bin ich da gerade ein bisschen vom Kopf gestoßen. Da unten steht auch nochmal limitiert auf 500 Stück. Cover A ist das, also beim letzten Mal bei 12 Monkeys habe ich das ja auch erst später gesehen, dass es da noch verschiedene Cover-Varianten gibt. Wahrscheinlich gibt es auch hier wieder 3 von 4, das werde ich gleich mal recherchieren, bevor ich das Video hochlade. Limitierungsnummer sehe ich jetzt keine, also braucht man auch nicht limitiert auf 500 Stück draufschreiben ohne Limitierungsnummer. Aber vielleicht ist ja noch was im Inneren. Kommen wir noch mal kurz zur Vorderseite. Für mich ist das schon ein leicht gezeichneter Style, so wie er mir gefällt. Deswegen habe ich mir ehrlich gesagt auch das Mediabook gekauft. Und noch eine kleine Verwechslung kam dazu. Ich habe das noch mit einem anderen Film wahrscheinlich verwechselt, ohne dass es mir bewusst war. Der Film wird wahrscheinlich eine Erstsichtung sein, wie ich ja schon angedeutet habe. Machen wir das Ganze mal auf. Haben wir hier links die Blu-ray-Disc. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Wir spielen jetzt erstmal schaurige Musik ein, falls ich irgendwelche finde. Und wenn nicht, dann stellt sie euch halt vor. Ich nehme die Blu-ray-Disc hier raus und lege sie neben mir auf den Tisch. Da sind ja manche Menschen ganz schockiert, wenn man eine Blu-ray auf einen glatten Tisch legt. Einmal nach hinten geklickt, haben wir die DVD. Passt mal auf, was ich jetzt mache. Schaurige Musik, stellt sie euch vor, hört sie euch an. Ich nehme die DVD heraus und lege sie auf die Blu-ray-Disc, die auf dem Tisch liegt. Tada! Ich sehe massenweise Zuschauer vor Schock umfallen. Oh Mann. Wir haben ein sehr dünnes Booklet vernäht. Wir haben einen Innendruck, den sehen wir hier. Eine Dame mit einem Messer am Hals. Eine Seite des Booklets geht dann schon mal drauf für dieses alternative Motiv. Dann haben wir hier die Karriere dieses Schauspielers noch mal näher betrachtet. Text: Nando Rona, Lektor Alan Sennhäusern. Okay, also hier muss ich sagen, ist das Booklet schwach.
Das muss man sich jetzt auch gefallen lassen, liebe Digitream Studios. Das hier sind klar Lückenfüller. 1, 2, 3. Vorne haben wir 4. Wir haben also 8 Seiten Booklet. Davon sind mal 4 Seiten nur mit Bild. Von den Textseiten haben wir auch 2 Drittel jeweils nur mit Text belegt. Das heißt, wir hätten hier noch eine 5. Seite mit Bild auf jeden Fall. Und im Prinzip hätten wir Pi mal Daumen 1, 2 Seiten Text drin. Wenn man das ein bisschen noch kleiner gemacht hätte, hätte es auf eine Seite gepasst. Mit dem hier wären das 2 Seiten Text gewesen und 6 Seiten Bilder dann. Das ist recht schwach für ein Mediabook. Man muss natürlich auch sagen, dass das Mediabook hier im Niedrigpreissegment erhältlich war von, ich glaube, 20 Euro. Deswegen kann man da vielleicht gerade noch so rüber hinwegsehen, aber man hätte da auch ruhig zumindest, also für mich Standard beim Booklet sind, glaube ich, 14 Seiten. 14 bis 16 Seiten ist für mich einfach Standard, was ein Booklet haben muss in einem Mediabook. Deswegen finde ich das schon ein bisschen schwach. Vor allen Dingen, warum geht man jetzt hier nur auf den ein? Was ist mit den Hauptdarstellerinnen und Nebendarstellerinnen des Films? Zumindest die zwei Damen hätten doch bestimmt noch eine Erwähnung finden können. Und das war's. Vor allen Dingen müsste man jetzt hier mal gucken. Lasst mich mal hier kurz gucken. Das hier ist nochmal eine Inhaltsangabe. Also von 2 Seiten Text ist das hier nochmal eine Inhaltsangabe. Eine halbe Seite. So. Und hier geht es dann erst über zu der Filmografie. Hoffen wir mal, dass der Film gut ist. Ich nehme jetzt die DVD von meiner Blu-ray und mache sie hier wieder rein. Man sieht das auch schon, ne? Boah, seht ihr, wie zerkratzt und vernichtet diese DVD ist? Boah, die kann man nicht mehr verwenden. Die muss ich jetzt direkt wegwerfen, weil ich sie auf meine Blu-ray gelegt habe. Und jetzt erst die Blu-ray-Disc. Oh mein Gott. Oh mein Gott hier. Oh, diese Millionen Zerkratzer, weil ich sie auf den Tisch gelegt habe. Diese haltbare Blu-ray-Disc. Kann ich direkt alles in den Müll werfen, oder? Mann, oh Mann, oh Mann. Entschuldigt bitte diesen Sarkasmus, aber manche haben den Schuss halt nicht gehört. Sollten sich vielleicht ein bisschen mal mit den Medien auseinandersetzen, die sie verwenden. Das war wehrlos, schockierender als die Tat war das Motiv von Digitreams Studios im Mediabook. Ich bedanke mich, dass ihr heute wieder dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, meine Freunde. Ciao, ciao. Ihr seid noch da? Es ist vorbei. Ab nach Hause. Na geht.